Wenn du mir damit sagen willst, dass Funk politisch ein bisschen zu einseitig, ein bisschen zu links ist, dann gebe ich dir da grundsätzlich völlig recht. Was ist denn dieses Links-Rechts-Schema? Was soll denn das? Hey Leute, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Video, wo ich auf Hater-Kommentare eingegangen bin. Und die meisten von euch fanden das ziemlich lustig, es ist insgesamt sehr gut angekommen. Aber man hat mir auch vorgeworfen, dass ich mir nur die allerschlimmsten Kommentare ausgesucht habe, die man gar nicht ernst nehmen kann. Deswegen will ich mich heute mal mit ernster Kritik sachlich auseinandersetzen und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Aber gehört dein Kanal nicht Funk, dem Netzwerk, das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehört und teilweise für einseitige Berichterstattung sorgt? Finde cool, dass du dich mit kritischen Sachen auseinandersetzt, aber kann ich mir sicher sein, dass deine Meinung auch deine Meinung ist? Oder muss ich mir Sorgen machen, dass die Leute von oben dir etwas in den Mund legen und du es auf deinem Kanal wiedergibst? Also ich will ganz ehrlich zu euch sein, ich kann hier nicht einfach erzählen, was ich möchte. Zum Beispiel brauche ich, wenn ich eine Tatsache sage oder eine Behauptung aufstelle, dann brauche ich dafür eine Quelle. Das heißt, ich muss irgendwie nachweisen, woher ich das habe, diese Zahl. Aber das ist ja auch in eurem Interesse. Weil wenn ich irgendwelche Zahlen sage, wollt ihr wissen, dass sie stimmen. Und das ist euer gutes Recht. Deswegen finde ich es gut, dass es diese Regel gibt. Wenn es aber um meine Meinung geht, die darf ich, solange ich das deutlich darstelle, dass es meine Meinung ist, komplett frei selber aussuchen. Und ich werde auch in keiner Weise irgendwie dazu gebracht, was anderes zu sagen, als ich möchte. Linksradikal ist wirklich lächerlich. Du bist ziemlich weit rechts. Auch nach deinem AfD-Austritt noch. Ich habe das bei dem letzten Video schon gesagt. Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin vorne. Okay, das ist ein bisschen polemisch. Aber was meine ich denn damit? Was ist denn dieses Links-Rechts-Schema? Was soll denn das? In 90% aller Forderungen kann man nicht sagen, diese Forderung ist links oder diese Forderung ist rechts. Entweder eine Forderung ist vernünftig oder sie ist unvernünftig. Sie ist praktikabel oder sie ist nicht praktikabel. Sie ist preiswert oder sie ist zu teuer. Das sind alles Kategorien, in denen ich denke. Worin ich nicht mehr denken will, ist links und rechts. Weil ganz ehrlich, diese Schubladen braucht kein Mensch und die machen mehr kaputt, als sie reparieren. Geht das nur mit Funk oder warum sind so viele politische Kanäle bei Funk? Das hat immer so einen faden Beigeschmack. Vor allem, weil die Öffentlich-Rechtlichen bei mir als Student schon verkackt haben. Also ich finde eigentlich, gerade du als Student solltest mit den Öffentlich-Rechtlichen noch nicht so auf Kriegsfuß stehen. Du bist doch, wenn du BAföG hast, bist du doch sogar vom Rundfunkbeitrag befreit. Ganz Deutschland beneidet dich darum. Ich sag's mal so, klar ist es für viele komisch, dass die Öffentlich-Rechtlichen Politikkanäle betreiben. Aber schau mal, wie viele Politikkanäle glaubst du, würden sich dann auf dem freien Markt halten? Wenn du dir anschaust, womit private YouTuber monetarisierbar Content erstellen, dann ist das sehr oft Unterhaltungskontent. Da geht es um Pranks, da geht es um Lifestyle und ich finde das alles super, das soll es alles geben. Ich bin absolut, finde ich das toll, was die Leute da machen. Es muss aber auch politische Inhalte geben und die bekommst du im privaten Content nicht so hin, dass sie sich selber tragen. Arbeiten bei Funk eigentlich nur Kommunisten, die noch grün hinter den Ohren sind? Wenn du mir damit sagen willst, dass Funk politisch ein bisschen zu einseitig, ein bisschen zu links ist, dass immer alles progressiv und immer alles pro Flüchtlinge ist, dann gebe ich dir da grundsätzlich völlig recht. Aber es liegt ja auch an den Libertären und Konservativen, dass sie sich nicht bei Funk bewerben, weil sie das eben für Staatspropaganda halten oder weil sie nicht aus öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert werden wollten. Und ich verstehe das alles, nur dann dürft ihr euch nicht aufregen, dass Funk einseitig ist, denn solange ihr euch hier nicht bewerbt, wird es nicht besser werden. Was? Die ganze Erklärung nur, um nicht die AfD zu wählen? Du bist auch nur eine Systemmarionette, wie alle bei Funk, ARD, ZDF, Tube One und so weiter. Okay, dazu muss ich sagen, in diesem Video ging es darum, warum im Osten rechts gewählt wird. Und ich habe dazu keinerlei inhaltlichen Kommentar abgegeben. Ich habe zu keiner Wahl aufgerufen von irgendeiner Partei und ich habe auch nicht davon abgeraten, eine Partei zu wählen. Das werdet ihr auf meinem Kanal auch nicht hören. Ganz ehrlich, ich habe natürlich dargestellt, was die Gründe für mich sind und ich bin dabei so neutral wie möglich geblieben. Den Vorwurf lasse ich mir echt nicht machen. Ich finde, öffentlich-rechtliche Inhalte sollten als solche gekennzeichnet werden. Man denkt ja zunächst, da ist eine Privatperson und ups, dahinter stehen die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nämlich auch dafür, dass öffentlich-rechtlicher Content als solcher gekennzeichnet werden muss, auch bei YouTube, wo man es ja teilweise nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Jetzt ist es aber so. Und zwar findet ihr unter dem Video eine Kennzeichnung öffentlich-rechtlich. Ihr erkennt es auch noch an etwas anderem. Und zwar sind alle Funk-YouTube-Videos Premium-Videos. Das heißt, ihr könnt sie kostenfrei downloaden, wenn ihr das möchtet. Also diese Forderung wurde mittlerweile erfüllt, teile ich auch und ja, finde ich super, dass die Frage kam. Wer bezahlt diese Videos? Du.
Und du. Ja, ihr alle zahlt Rundfunkbeitrag. Und ich weiß, dass viele von euch das ziemlich scheiße finden. Kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite sollten sich einige von euch, die härtesten Kritiker, vielleicht zum Beispiel mal das amerikanische Fernsehen angucken. Ganz ehrlich, das kannst du nicht wollen. Ich verstehe, dass es viel zu kritisieren gibt an den Öffentlich-Rechtlichen. Ich muss aber auch sagen, gerade Funk ist relativ preiswert. Von den 17,50 Euro, die ihr monatlich Rundfunkgebühren zahlt, bekommt Funk 6 Cent. Würde mich freuen, von dir etwas zu Volt zu hören, ob du in so einer Partei eine Chance für Europa siehst. Dazu würde ich gerne mal grundsätzlich was sagen. Es ist ganz lieb, dass ihr mich fragt, welche Partei ich so gut finde oder dass ihr mir Vorschläge dazu macht. Ihr werdet von mir dazu nichts hören, denn auch das darf ich nicht. Und ich finde das gut. Denn ich meine ganz ehrlich, stellt euch mal vor, die reichweitenstärken Kanäle von den Öffentlich-Rechtlichen würden jetzt anfangen, euch Parteiwahlempfehlungen zu geben. Das wäre ja Beeinflussung des Wählers durch Rundfunkgebühren. Das dürfen wir nicht, das finde ich richtig so. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es seht. Wie könntet ihr nur den Kommentar weglassen, in dem erwähnt wurde, dass du nur für die Millionen aus deinem geplanten Enthüllungsbuch in die AfD eingetreten bist? Durch das Weglassen dieses Kommentars bist du indirekt schuld an der nächsten Verschwörungstheorie. Wie konnte ich nur den Kommentar vergessen, dass ich Millionen Euro mit einem Buch verdient habe? Leute, glaubt ihr echt, wenn ich Millionärin wäre, würde ich hier bei dieser Hitze dastehen und euch irgendwas aus Kommentaren vorlesen? Echt jetzt? Ich wäre schon längst auf Mallorca und würde mir den Bauch bräunen. So, das waren meine Antworten auf eure Kritikpunkte. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne hier in die Kommentare. Ich beantworte so gut wie ich kann alles, was ich finde, auch ausführlich und sachlich. Ich hoffe, ihr wart heute mit meinen Antworten zufrieden und fühlt euch auch ernst genommen. Ja, also auch die Kritik, das sollt ihr durchaus merken, dass ich offen dafür bin, dass man mich sachlich kritisiert, dann kommt auch eine sachliche Antwort zurück. Wenn dahinter steht, du blöde Kuh, dann halt nicht. Schade, schade. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Funk sehen wollt, dann habt ihr hier ein Video von Kurz gesagt zum Thema. Hier findet ihr noch das Video, was ich zuerst gemacht habe über Hate-Kommentare. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und sage jetzt erstmal Tschüss, bis nächste Woche.